Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat Juli 2019, der Gott sei Dank etwas erfolgreicher ausgefallen ist, weil ich nicht mehr so viel Uni im Kopf hatte und nicht so viel lernen musste. Es war richtig schön, mich wieder mehr auf meine Bücher und auf das Lesen konzentrieren zu können. Somit habe ich auch 7 Bücher beenden können und 2 weitere beginnen können. 3 davon waren Hörbücher und mit denen möchte ich jetzt auch beginnen. Und zwar habe ich euch ja schon in den letzten Monaten erzählt, dass ich eine Geschichte, eine Lieblingsreihe nochmal von vorne begonnen habe, diesmal als Hörbuch zu hören. Das ist der Dämonenzyklus von Peter V. Brad. Den ersten Band hatte ich ja schon im letzten Monat beendet und auch dann mit dem zweiten Band begonnen. Den habe ich jetzt auch beendet und zwar ist das das Flüstern der Nacht. Das sind alles so über 1000 Seitenbrocken und dennoch fliegt man so durch die Seiten bzw. durch die Hörminuten. Es hat richtig Spaß gemacht, das Ganze nochmal zu hören. Band 1 und 2 erlebe ich ja jetzt schon das dritte Mal und ich liebe einfach die Charaktere hier drin und es ist so schön, sie wieder zu begegnen. Den dritten Band habe ich auch schon gehört im Juli, habe ich direkt danach geschoben und bin ich wirklich schnell durchgekommen, obwohl das noch mehr Seiten hat. Den dritten Band habe ich jetzt erst das zweite Mal erlebt und da habe ich auch wirklich gemerkt, wie viele Details ich schon vergessen habe und das hat natürlich umso mehr Spaß gemacht, weil ich das Ganze fast wie neu nochmal erleben konnte. Jetzt bin ich endlich so weit, dass ich alle Bücher, die ich schon mal gelesen habe, wiederholt erlebt habe als Hörbuch. Und den vierten Band, der jetzt schon so lange hier auf meinem Sub, auf meinen Stapel ungelesener Bücher wartet, dass ich ihn endlich lesen kann. Ja, jetzt ist es endlich so weit. Jetzt werde ich auch von Hörbuch wieder auf Lesen umsteigen, weil für mich, es muss bei anderen, kann es auch immer anders sein, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich beim Hörbuch schnell mal abschalte und dass das Lesen für mich intensiver ist und dass ich auch Details mehr mitkriege. Und deswegen werde ich im vierten Band wieder zum Lesen greifen. Aber so Geschichten nochmal zu erleben, dafür finde ich Hörbücher ganz klasse. Vor allem ist es auch nochmal eine ganz andere Perspektive, sich das Ganze vorlesen zu lassen. Ich werde jetzt zum Inhalt nicht mehr viel sagen. Ich sage nur, dass es High Fantasy ist und dass es um Dämonen geht und dass ich die Welt liebe, dass ich die Charaktere liebe und ja, die Magie liebe. Und ich finde einfach richtig klasse, wie sehr sich die Charaktere entwickeln, wie sehr wir in diese Welt abtauchen, wie viele Facetten wir kennenlernen, dass es hier wirklich viele Grauabstufungen gibt und kaum schwarz-weiß und das finde ich richtig klasse und ich hoffe, das bleibt so, dass ich immer noch sagen kann, nach Band 4, 5 und 5.2, dass es eine meiner Lieblingsreihen ist, weil das behaupte ich ja immer und jetzt muss ich aber auch langsam mal zu Ende lesen. Ich werde euch eine Reihenrezension, denke ich mal, vorstellen und dann auch sagen und euch einige Charaktere vorstellen und warum ich die Welt so sehr liebe, warum ich den Schreibstil mag und obwohl das so derb ist, warum ich das den Büchern immer wieder verzeihe, obwohl ich ja eigentlich gar nicht so gerne diese derbe und vulgäre Sprache mag. Ja, aber es wird immer wieder ausgeglichen durch rührende und sehr, sehr ans Herz gehende Szenen, die Freundschaft und Liebe hervorheben. Ja, aber mehr dann in der Reihenrezension, sobald ich die Reihe durch habe. Also der vierte Band, der Thron der Finsternis, wird jetzt als nächstes denn bald von mir gelesen werden und ich freue mich da so riesig drauf. Ja, ich hatte ja noch ein drittes Hörbuch, was ich gehört habe. Das habe ich jetzt allerdings nicht physisch hier, um euch das in die Kamera zu halten. Das werde ich euch dann einblenden. Und zwar ist das der fünfte Teil der Kuschelflosse-Reihe. Und zwar hieß der, mal gucken, ob ich es zusammenkriege, der knusperleckere Buchstabenklau, glaube ich. Ja, wir treffen hier wieder auf Kuschelflosse und seine Freunde Sebi, das Seebrillchen, Herr Kofferfisch und Emmy, die Schwimmerdbeere. Und die vier erleben immer ihre Abenteuer unter Wasser und jeder hat so seine Eigenart, die einfach so liebevoll und lustig gezeichnet ist. Ich höre das sehr, sehr gerne als Hörbuch, weil für mich ist das im Grunde ein Hörspiel, weil es mit vielen Geräuschen und mit Musik unterlegt und untermalt ist und es einfach so zum Träumen einlädt und ja, perfekt zum Einschlafen ist.
Und das Ganze wird gelesen von Ralf Schmitz, der unglaublich toll die Stimmen verstellen kann. Und das passt einfach wie Arsch auf einmal die beiden zusammen. Also das Buch und der Sprecher passt einfach perfekt. Aber auch die Bücher sind zuckersüß gezeichnet. Ich liebe den Humor da drin und eben dieses Verträumte. Ich fand allerdings, dass jetzt der fünfte Teil bisher der schwächste war, weil ich hier sehr, sehr viel Action-Szenen drin hatte. Und gerade weil ich es eben so zum Runterkommen nutze, finde ich eben dieses Verträumte und dieses Lustige eigentlich am schönsten. Dennoch war es wieder toll, die vier Freunde begleiten zu können und sollte was Neues wieder rauskommen, werde ich auch das sofort wieder hören. Wenn euch das irgendwie anspricht und ihr noch ein paar andere Teile vorgestellt haben möchtet, dann verlinke ich euch unten mal die Rezensionen von den anderen Teilen, die ich hier auf meinem Kanal bereits hochgeladen habe. Ja, wir verlassen die Hörbücher und gehen zu den Gelesenen. Ich habe mein zweites Buch von Amelie Nothomb beendet. Und zwar ist es Im Namen des Lexikons. Ich bin überhaupt kein Fan von diesen Covern. Ich bin sowieso kein Fan von Diogenes-Büchern. Aber es geht ja auch um den Inhalt. Amelie Nothomb wurde mir schmackhaft gemacht auf dem Kanal Book Friends Forever. Ich wusste, dass es diese Autorin gibt und dass sie auch viel geschrieben hat bereits und dass sie eine Französin ist und dass sie viele Anhänger hat, im Grunde also viele Fans sozusagen. Aber mich hat das nie so richtig angesprochen. Aber auf dem Kanal Book Friends Forever, die liebe Maike und die liebe Anja haben da so sehr von geschwärmt, dass sie wirklich was Besonderes ist, dass sie sehr skurril schreibt, dass die Enden immer sehr überraschend sind und ja, dass es einfach was Besonderes ist. Die sind immer so um die 120, 150 Seiten lang, die Bücher. Ich habe von ihr bereits Blaubart gelesen. Das war so eine Anlehnung an das Märchen Blaubart und es hat mir ganz gut gefallen. War jetzt kein großartiges Highlight, aber ich mochte irgendwie die Anlehnung an das Märchen ganz gerne. Und dann hatte ich halt eben mir noch Im Namen des Lexikons zugelegt und jetzt gelesen. Hierbei geht es um eine junge Frau, die schwanger ist mit einem Kind und sie weiß ganz genau, dieses Kind wird was ganz Besonderes und sie möchte auch den Namen dahingehend anpassen, dass sie eben ein ganz besonderes Leben führen kann und sie sucht sich in einem alten Lexikon den Namen Plektrüd raus. Sie nimmt sich allerdings nach der Geburt das Leben und ihre Schwester zieht dieses Kind auf, dieses Mädchen. Sie merkt aber auch sofort, dass es was ganz Besonderes ist und ihre Liebe zu ihr hat schon etwas Wahnsinniges und ist etwas ganz anderes als die Liebe zu ihren eigenen Kindern. Aber sie möchte ihr dabei helfen und sie dabei unterstützen, dass sie eben dieses besondere Leben führen kann. In der Schule wird sie entweder gemobbt oder bewundert, weil sie eben so was Besonderes an sich hat. Sie hat zu nichts Talent, außer zum Tanzen. Darin ist sie ein Wunder. Und ja, darin geht sie auch auf und bekommt sie ihre Lebensfreude und ihre Mutter, also ihre Ziehmutter, möchte sie darin unterstützen und ja, sie kommt auf eine Schule, auf eine Operschule, aber da wird ihr selbst die Freude am Tanzen genommen. Ja, und wie sie denn weiter ihr Leben führt und was für ein tragisches Leben sie ja, bekommt und was es bedeutet, wenn man so seltsam behandelt wird als etwas ganz Besonderes und ja, so einen Namen, was es bedeutet, so einen seltsamen Namen zu tragen und ob Namen tatsächlich ja, das Schicksal vorgeben, das thematisiert dieses Büchlein. Ich fand es unglaublich interessant und spannend darüber nachzudenken, was Namen bedeuten und was Namen vielleicht auch in der Erziehung und in der Kindheit ausmachen können. Und das Ganze ist natürlich auch sehr überspitzt und überzogen dargestellt. Es ist durchaus sehr skurril und deswegen, ich mag skurrile Geschichten, aber deswegen kam man auch an diese Figuren nicht so sehr ran. Also ich konnte nicht so richtig mitfühlen. Ich fand das Mädchen unsympathisch, ich fand ihre Eltern unsympathisch und fand es schrecklich, wie sie zu so einem Mädchen herangezogen wurde, zu so einer Sonderstellung, zu so einem Püppchen und grausam, was die dann auch auf der Schule erleben musste. Aber so richtig konnte ich eben nicht mitfühlen mit niemandem, weil es einfach zu sehr Distanz aufgebaut hat. Das Ende, da habe ich ja immer so eine große Hoffnung drin gehabt, weil es hier immer so gesagt wird, dass das Ende so überraschend ist.
Fand ich jetzt auch ein bisschen verquer. Es war was Besonderes, aber für mich hat das jetzt auch nicht großartig Sinn gemacht. Aber eben die Thematik fand ich interessant. Es hat einen so ein bisschen zum Nachdenken angestoßen und das wollte die Autorin sicherlich. Aber ich glaube, dass ich jetzt bei den zwei Büchern der Autorin belassen werde. Dass ich glaube, einfach, das wird jetzt keine große Liebe mit der Autorin. Ich fand es aber ganz cool, mal abseits der Pfade meiner Komfortzone, was ich sonst so lese, einfach mal ein bisschen zu luschern und ja, diese Erfahrung mit der Autorin mal gemacht zu haben. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sie kennt, ob ihr diese Bücher von ihr gelesen habt, die ich jetzt gelesen habe und ja, was ihr davon so haltet. Für mich ist es, glaube ich, nicht gänzlich was, aber ich bin froh, ob dieser Erfahrung, die ich gemacht habe. Als nächstes ein Buch, was ich euch schon in einer Rezension vorgestellt habe, und zwar ist das Wir haben schon immer im Schloss gelebt von Shirley Jackson. Das wird als Horrorbuchklassiker, ja, gehalten und jetzt ist es im Fester Verlag neu aufgelegt worden. Für mich war es aber kein Horror. Wir treffen hier auf die Familie Blackwood, die am Rande eines Dorfes lebt und es sind nur noch drei Familienmitglieder übrig geblieben. Wir haben da unsere Protagonistin Mary Cat, die 18 Jahre alt ist, dann ihre Schwester Constance und den Onkel Julian, der am Rollstuhl gefesselt ist. Die restliche Familie wurde vergiftet und Constance, die die Familie immer bekocht hat, wurde verdächtigt, aber wieder freigesprochen, mangels Beweise. Ja, und unsere Mary Cat erzählt halt, wie ihr Leben so auf dem Anwesen ist. Es ist ein riesiges, großes Haus eben am Rande des Dorfes. Sie mag dieses ruhige Leben und möchte möglichst wenig mit der Außenwelt zu tun haben, aber sie muss immer mal wieder ins Dorf, um ja, Nahrung zu holen, um mal wieder Bücher nachzuholen, was ich natürlich sehr sympathisch finde, dass sie immer wieder in die Bibliothek geht und sich neue Bücher ausleiht. Und sie findet es schrecklich, denn die Dorfbewohner hassen diese Familie und verachten sie. Und sie muss sich immer wieder Schmähungen über sich ergehen lassen. Aber sie kommt darüber hinweg, weil sie einfach immer wieder sich freut, nach Hause zu kommen und weil sie so eine blühende Fantasie hat und sich immer wieder an andere Orte wünscht. Ja, was das Ganze auf sich hat mit den Morden, mit den Vergiftungen und wie mir das Buch insbesondere gefallen hat, das könnt ihr dann nochmal in der Rezension sehen. Ich fand, es war was Besonderes, eben durch Mary Cats Erzählweise, weil sie, obwohl sie 18 Jahre ist, immer noch irgendwie den Geist eines Kleinkinds hat und so eine übergroße Fantasie hat. Und irgendwann taucht halt ein Cousin auf, der ihren ganzen Alltag über den Haufen wirft und sie möchte ihn so schnell wie möglich wieder forthaben. Und er ist interessiert an dem Familienerbe und kann Mary Cat natürlich auch gar nicht ausstehen. Ja, weil sie etwas speziell ist. Die gesamte Familie ist sehr speziell. Mir hat hier das Ende nicht gefallen, weil es hier einfach keine Auflösung gab. Man war so gespannt, was jetzt das Rätsels Lösung ist, aber es gab hier einfach keine Auflösung. Man muss wissen, dass es hier kein Horror ist, weil es nichts Übernatürliches hat. Es gibt keine Monster, es gibt keine Geister, es gibt keine Magie. Deswegen war es für mich kein Horror. Dennoch hatte es irgendwas Spookiges, Düsteres, Verrücktes, eben weil Mary Cat so ein bisschen durchgeknallt ist, ein bisschen ist gut. Ja, also insgesamt ein besonderes Buch, wo einfach die Auflösung fehlt, was sehr, sehr schade ist. Ja, und auch das nächste Buch habe ich in einer Rezension vorgestellt, und zwar ist das Mengele Zoo von Gerd Niggershaug. Das ist ein Norweger, der das Buch in seinem Land bereits Ende der 80er Jahre, glaube ich, veröffentlicht hat. Jetzt erst im Deutschen wurde das übersetzt und herausgebracht. Ich habe es gelesen und es hat mich wirklich ja, wegen der aktuellen Thematik sehr neugierig gemacht, aber auch verstört und unglaublich gerührt und zum Nachdenken gebracht. Es handelt sich hierbei um einen Öko-Thriller. Wir treffen hier auf Mino, der im Regenwald aufwächst, seine Familie ja, ernährt sich, indem sie Schmetterlinge fängt und diese präpariert und verkauft. Mino hilft damit stetig mit. Allerdings wird das Dorf ja, gefährdet durch Korruption, durch Abholzung des Regenwaldes und irgendwann
fällt auch das gesamte Dorf zum Opfer und wird massakriert, genauso auch wie seine Familie. Nur Mino ist der Überlebende und er geht, ja, flieht erstmal, schwört sich allerdings Rache und wir kriegen hier eben mit, wie das Opfer zum Täter, zum Terroristen wird. Und ja, wir als Leser müssen darüber nachdenken, ob wir das gutheißen können. Und ja, das ist natürlich ein riesengroßer Zwiespalt. Moralisch kann man das natürlich überhaupt nicht vertreten, aber wir kriegen natürlich auch das ganze Leid von Mino mit, seinen ganzen Leidweg, der nach dieser Massakrierung nicht zu Ende ist. Also er muss noch viel mehr erleben. Und ja, es ist wie gesagt ein sehr, sehr aktueller Öko-Thriller. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr darüber erfahren wollt, dann schaut gerne in meiner Rezension vorbei oder eben in Rezensionen von anderen Booktubern, denn die haben das auch vorgestellt. Mir wurde das ja von der Agentur Mein Wunder zugespielt, beziehungsweise vom Verlag zur Verfügung gestellt als Rezensionsexemplar. Und es ist einfach sehr, was sehr Besonderes, was lange nachhalt. Aber ich muss auch sagen, dass ich danach froh war, wieder ein bisschen andere Lektüre zu lesen, weil die einen natürlich auch sehr, sehr runterzieht. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass es diese Themen gibt in Büchern. Muss man natürlich auch noch dazu sagen. Das nächste Buch war ein Psychothriller, den ich zusammen mit meiner Leserunde All You Can Read gelesen habe. Unsere Mädels-Leserunde haben wir eben so jetzt getauft und ich bin ja auch erst seit kurzem dabei. Das ist jetzt das zweite Buch, was ich mit dieser Runde zusammen lese. Die liebe Kali von Kalis Books, die liebe Sarah Sophie vom Kanal Sarah Sophie, die liebe Sarah vom Alice im Bücherland, die liebe Ruth von Zwischen tausend Zeilen und die liebe Claudia von Beauty Butterfly lesen ja immer mit. Und ja, wir haben uns halt diesmal für die Falle von Melanie Rabe entschieden. Ich liebe Psychothriller, habe aber bisher noch gar nicht so viel in der Richtung gelesen, aber ich merke immer mehr, dass diese Richtung von Psychothrillern einfach genau meins ist. Wir treffen hier auf Linda Konrads, die ist Autorin. Und sie lebt seit 11 Jahren in ihrem Haus und verlässt dieses Haus nicht mehr. Sie bekommt ab und zu Besuch von ihrem Gärtner oder von ihrer Haushälterin oder von ihrem Verleger. Denn sie ist Autorin, eine sehr, sehr erfolgreiche Autorin. Deswegen kann sie sich auch dieses riesige Haus leisten. Sie schreibt eben sehr, sehr viel. Sie recherchiert sehr viel für ihre Geschichten. Sie liest sehr viel. Sie schaut natürlich auch sehr, sehr viel fern. Und sie ist eigentlich ganz zufrieden in ihrer kleinen Welt. Jedoch entdeckt sie plötzlich im Fernsehen den Mörder ihrer Schwester, denn sie hat vor Jahren die Leiche ihrer Schwester entdecken müssen und hat für einen kurzen Moment auch noch den Mörder entdecken können, bevor er geflohen ist. Und sie ist sich ganz sicher, dass sie ihn jetzt als Nachrichtensprecher eben im Fernsehen gesehen hat und sie möchte ihm eine Falle stellen. Und zwar schreibt sie ein Buch über den Mord, über den Mörder, über den Hergang ihrer Vergangenheit, wie sie eben ihre Schwester vorgefunden hat und wie ja, ihre Vergangenheit danach dann auch noch aussah. Und sie möchte ihn dadurch anlocken und sich eben selbst als Köder darstellen und ihnen ein Interview anbieten. Ja, und wie das Ganze abläuft, wie sie ihnen dann diese Falle stellen möchte, das müsst ihr natürlich selbst herausfinden. Ich fand das Ganze genial gemacht, weil wir eben auch diese Geschichte in der Geschichte selbst miterleben, also den Roman, den sie schreibt, einige Kapitel lesen wir hier auch. Und bekommen dann natürlich stückchenweise auch ihre Vergangenheit erzählt. Allerdings wissen wir einfach nicht, wie viel ist Wahrheit und wie viel hat sie ausgeschmückt, wie viel hat sie als Falle einfach noch ein bisschen ja, für den Mörder. Hier steht ja auch drauf, sie kennt den Mörder ihrer Schwester, dieses Buch ist für ihn. Also sie hat es natürlich noch ein bisschen ausgefeilt und wir wissen als Leser einfach nicht, wie viel ist wahr und wie viel ist Fiktion. Wie viel glaubt sie, dass es wahr ist und es ist eigentlich gar nicht wahr, denn sie als Protagonistin kann man auch nicht trauen und genau das finde ich so genial, wenn das Stilmittel des unzuverlässigen Erzählers genutzt wird, denn an ihr ist natürlich das Ganze nicht spurlos vorbeigegangen. Erstmal dieses Trauma, ihre
Schwester entdeckt zu haben. Dann, dass sie 11 Jahre sich in einem Haus befindet, das zeigt natürlich auch, da ist irgendwas in ihrem Kopf nicht ganz so richtig gelaufen und sie ist da nicht drüber hinweg. Sie hat immer wieder Wahrnehmungsstörungen, die Wände kommen näher, sie hört seltsame Geräusche, sie sieht komische Schatten. Und dann, ja, fangen wir natürlich auch so ein bisschen an ihren Verstand an zu zweifeln. Und das macht das Ganze so spannend. Es ist super spannend geschrieben, man hängt an den Seiten, die Seiten fliegen einfach nur vorbei. Und man ist natürlich auch dabei, die ganze Zeit zu rätseln. Was ist des Rätsels Lösung? Und wir haben in unserer Leserunde sehr, sehr viel Theorien aufgestellt und uns darüber unterhalten. Und es hat so viel Spaß gemacht. Dadurch hatten wir natürlich auch aber eine sehr, sehr große Erwartung an die Auflösung. Und ja, das war natürlich so der Knackpunkt. Ich fand die Auflösung zu einfach. Es war mir einfach nicht raffiniert genug. Ich habe einfach mit einer Überraschung gerechnet, die kam aber nicht. Es waren so ein, zwei überraschende Elemente drin und die fand ich auch richtig klasse, aber die letztliche Auflösung und der Showdown, könnte man sagen, der hat mich überhaupt nicht mehr gepackt. Den fand ich 0815. Allerdings haben die oder ein, zwei andere gesagt, dass sie das gerade gut fanden, dass es sich hierbei um eine realistische Lösung gehandelt hat und nicht irgendwie um eine zu sehr konstruierte, um eine zu sehr on top, zu abgedrehte Auflösung, sowas wie Fitzek-Enden, der ja immer noch einen draufhauen muss. Und ja, das kann ich auch sehr gut verstehen, aber meines Erachtens wäre es möglich gewesen, eine gleichzeitig überraschende und realistische Auflösung zu bekommen hier. Das habe ich hier nicht bekommen. Zusätzlich war es zu dieser einfachen Auflösung noch sehr, sehr kitschig. Es gab dann irgendwie noch so eine Liebesanbahnung, die so kitschig war, was man vorher gar nicht so mitgekriegt hat. Also das Buch ist jetzt wirklich keine Liebesgeschichte, aber ganz zum Schluss könnte man es irgendwie so auffassen. Und das fand ich einfach too much. Das ist uns aber, glaube ich, allen so ein bisschen sauer aufgestoßen. Das hätte einfach nicht sein gemusst. Ich finde generell, dass Psychothriller und Horrorbücher nicht zu sehr ein Happy End haben sollen. Ich möchte natürlich eine vernünftige Auflösung. Ich möchte kein offenes Ende. Sowas mag ich gar nicht. Aber ich finde, dass so ja, dieses Gänsehautgefühl gerne noch ein bisschen bleiben darf und dass es nicht zu hell, sondern ein bisschen düster ausklingt und auch ihr Trauma, das sofort sich in Luft aufgelöst hat, das fand ich zum Beispiel nicht realistisch und auch diese kitschige Liebesgeschichte fand ich nicht realistisch. Ja, das fand ich sehr, sehr schade, weil das hätte natürlich ein super 5-Sterne-Plus-Buch sein können. Es hat von mir trotzdem 4 Sterne bekommen. Es war trotzdem mein Highlight im Monat Juli neben den Hörbüchern, neben den Dämonenzyklus. Aber ja, also es ist auf jeden Fall eine Richtung, in der ich unbedingt noch mehr lesen möchte. Und ich werde von Melanie Rabe bestimmt auch noch mal ein Buch mir kaufen und lesen. Allerdings jetzt nicht sofort, weil jetzt sind die, ja, irgendwie ist man dann doch vielleicht in dem Begriff doch zu sehr zu vergleichen. Deswegen möchte ich das ein bisschen ruhen lassen. Und ihr könnt ja gerne mal bei den anderen vorbeischauen, was die so zu dem Buch zu sagen haben. Ach ja, zur Sprache wollte ich auch noch sagen, dass die wirklich klasse gemacht war, dass da sehr, sehr viel Emotionen drin steckte, dass es teilweise sogar poetisch geschrieben war und dann wieder ganz abgehackte, kurze Sätze, was so ja das Innere von Linda wiedergespiegelt hat, weil es ja auch nur mal aus ihrer Sicht geschildert war. Das Ganze hat es natürlich noch runder gemacht, weil wir uns die ganze Zeit in ihrer verrückten Gedankenwelt befunden haben. Und ja, das Ganze hat sich leider eben am Ende aufgelöst. Das war mir auch da, war irgendwie die Sprache, dieses Besondere war irgendwie dann auf einmal weg. Und deswegen kann ich leider nur 4 Sterne geben und nicht 5. Dennoch möchte ich mich so sehr gar nicht beklagen, weil es einfach unglaublich Spaß gemacht hat. Und weil ich eben so sehr in Thriller-Laune war und schon vorher echt Bock auf Psychothriller hatte, habe ich euch ja schon in den Neuzugängen gezeigt, dass die stumme Patientin bei mir eingezogen ist von Alex Michaelides. Das habe ich dann begonnen, habe ich auch schnell beendet, allerdings nicht mehr im Juli. Das werdet ihr dann im Monat August sehen. Auch hier bin ich
ziemlich, ziemlich schnell vorangekommen. Hier geht es um eine Künstlerin, um eine Malerin, die als Mörderin angeklagt wird, denn sie wird blutüberströmt neben ihren Mann gefunden, den sie erstochen haben soll, ja, erschossen haben soll. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau. Es wird auf jeden Fall ein Messer und ein Gewehr gefunden und ja, es ist eigentlich ganz klar, dass sie das war und seitdem spricht sie nicht mehr. Was sie macht, sie malt ein Bild und das sagt natürlich auch viel aus. Allerdings ja, ist die Interpretationsspanne sehr, sehr groß. Sie wird in eine Psychiatrie eingeliefert. Und es gibt jetzt hier einen Therapeuten, der sehr, sehr fasziniert ist von ihrem Fall und ihr unbedingt helfen möchte, wieder zu sprechen. Und er möchte ihren Fall auflösen. Und den begleiten wir jetzt eben. Und er hat auch sehr, sehr viel, ja, irgendwie sein Päckchen zu tragen. Ja, fand ich auch gut, aber dazu dann mehr im August. Und ein weiteres Buch, was ich im Juli begonnen habe, ist Die Töchter von Ilian von Jenny Mai Nguyen. Das habe ich zusammen mit der lieben Kali gelesen. Wir wollten mal wieder ein Buch zusammen lesen und ja, vielleicht so ein bisschen was Fantastisches und High Fantasy ist das Ganze, spielt in einer ja, High Fantasy Welt, wie man das so kennt, mit Zwergen, Elfen und Menschenvölkern. Ja, damals in dieser Welt wurde ja, der Frieden gewahrt durch weise Frauen, die ja magische Artefakte besaßen und so den Frieden halt halten konnten. Das war der blickende Becher, der in die Vergangenheit schauen kann, die Sternscheibe, die in die Zukunft schauen kann, ein magischer Spiegel, der Selbsterkenntnis bringt und eine Flöte, die ja, mit der man mit Tieren kommunizieren kann und jedes Volk hatte eben ein magisches Artefakt und wenn man diese Artefakte verschenkt, dann mehrt sich die Macht, wenn die aber geklaut werden, dann verringert sich die Macht. Mittlerweile sind diese magischen Artefakte verschollen und der Krieg ist zwischen den Völkern ausgebrochen und wir begleiten hier halt mehrere Protagonisten, unter anderem eine Zwergin Valgreta, die ja diese Artefakte wiederholen möchte und sie wieder an die weisen Frauen verteilen möchte. Ob das so gut gelingt und wie was alles so schief läuft, das muss man dann hier sehen. Unter anderem treffen wir hier noch auf eine Waldelfe, die das gleiche Ziel verfolgt und noch ganz viele andere Stämme und andere Protagonisten, die halt ihre eigenen Macht- oder Racheziele verfolgen. Ja, wie das so alles so verwickelt ist, das müsst ihr selbst lesen oder ihr schaut in meine Rezension rein. Die werde ich demnächst hochladen, weil ich das Buch mittlerweile beendet habe und ich kann euch jetzt schon sagen, es war ein großer Flop, was mich wirklich traurig gemacht hat, weil die Ideen dahinter wirklich klasse waren mit den Artefakten und ich mich wirklich sehr darauf gefreut habe, mit Kali wieder was zusammenzulesen. Und es tut mir so leid, dass gerade das Buch so ein großer Flop war, denn sie mochte es leider auch nicht. Es hatte aber auch wirklich was Gutes und darüber möchte ich dann in der Rezension drüber sprechen. Wie gesagt, jetzt habe ich ja eh im Juli gar nicht das Buch beendet, sondern nur begonnen. Ja, das waren sie schon, die Bücher, die ich gelesen habe und gehört habe. War vielleicht etwas für euch dabei? Das würde mich sehr freuen. Ich bin zufrieden mit dem Monat. Es war ein sehr, sehr gemischter. Ich habe ja wirklich alles dabei gehabt und ich hatte Highlights dabei, ich hatte Flops dabei, aber das ist okay. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren zu den Büchern was da lasst, wenn ihr es schon gelesen habt. Oder wenn ihr es gerne lesen möchtet. Und ich möchte gerne nochmal daran erinnern, dass ihr immer noch in den, na, wie heißt es, bei dem Büchercasting teilnehmen könnt, was ja immer noch läuft. Also ihr könnt immer noch abstimmen in der zweiten Runde. Demnächst wird es auch wieder ein Video dafür geben. Ist ja immer noch überfällig. Wir befinden uns immer noch in der zweiten Runde und als nächstes sind dann die Jugendbuch-Fantasy Bücher dran und ihr dürft ja wählen, welche Bücher in die nächste Runde kommen und am Ende werden wir ja eine Leserunde mit dem Gewinnerbuch zusammen lesen. Das war kein richtiges Deutsch, ihr wisst, was ich meine. Ja, das werde ich euch auch in der Infobox verlinken und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!